Also, ich male jetzt mal meine Traumhalle. O4 besteht natürlich hauptsächlich aus Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe oder mit denen ich befreundet bin. Das sieht man auch direkt hier im Tor. Fangen wir mal an mit dem Herrn Weidenfeller. Fantastischer Torwart, der es eigentlich lange verdient hätte, in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber altbekanntes Thema, irgendwie nicht so richtig geklappt. Dann hinten rechts mein Kumpel Patrick Obermoyela, bei dem ich hier die ersten Wochen auch in der Wohnung gewohnt habe in Hamburg. Hamburger Junge, vielen Dank nochmal dafür. Dann haben wir eine Innenverteidigung. Leider schwere Verletzung im Moment. Christoph Janka von Hertha BSC. Sehr guter Typ, gute Besserung. Sehr viele Probleme gehabt mit Verletzungen leider. Auf der anderen Seite auch lange Jahre mit ihm zusammengespielt. Christoph Metzelder. Mal gespannt, wie es bei ihm weitergeht, wo der Weg hinführt. Dann ganz lange Zeit linke Schiene. Ringo Dede, Weltklasse-Typ, so in der Türkei. Glaube ich, muss man nicht viel zu sagen, hat alles drauf im linken Fuß, ein super entspannter Typ und viel Spaß gemacht, da viele Jahre auf der linken Seite zu ackern mit ihm. Dann hier ein sehr guter Kumpel von mir, Oliver Schröder von Erzgebirge Aue, mit dem ich damals bei Köln zusammengespielt habe. Da würde ich mir auch selber reinpacken, weil ich jetzt auf der Sechser ja auch ganz wohlfühle. Dann, eigentlich hinten rechts, weil er da nicht spielen kann, habe ich ihn mal ein bisschen vorgezogen. Lukas Piszek. Mit dem habe ich in Berlin zusammengespielt. Da war er eigentlich noch Stürmer am Anfang und dann ist er da so ein bisschen umfunktioniert worden, hat sich einfach sensationell entwickelt. Auf der rechten Seite Wahnsinnsathlet und marschiert einfach ohne Ende. So, dann machen wir weiter. Hier auch Dortmunder Weggefährte von früher. Lars Ricken, Champions League-Sieger, immer wichtige Tore gemacht für Borussia. Geiler Kicker auf der 10 und wenn es ernst wurde, war er eigentlich immer da, muss man sagen. Dann hier links ein Paulianer-Mitspieler und zwar Mahir Saglik, mit dem habe ich auch schon mal in Dortmund gespielt. Genannt Haken-Harry. Ganz unangenehm zu bespielen. Ein kleines Trainingsspielchen, unglaublich wendiger, unangenehmer Gegenspieler. Und vorne dran mein Kumpel Marius Ebbers. Glaube, besser aktiver Zweitliga-Torschütze. Mit 99 Treffern wird Zeit, dass er seinen 100. macht. Ich hoffe, das klappt jetzt am Wochenende gegen Paderborn. Meine Traumelf.